So, jetzt habe ich gerade mal das Cockpit hier, die Verkleidung mal abgeschraubt. Das sind nur hier unten die zwei Schrauben da. Dann kann man das so nach vorne leicht wegklappen. Hier die Tachowelle mal abgeschraubt. Und die Tachoeinheit mit dem Zündschloss kann man dann einfach so nach oben rausheben. Und ja, ich habe ja keinen Zündschlüssel dafür. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe eigentlich überhaupt keine Schlüssel hier hinten. Der fehlt auch für die Sitzbank. Aber jetzt haltet euch fest, man darf ja auch mal Glück haben. Das war das, was eingebaut ist, ohne Schlüssel. Und das war das, was ich noch in meinem Fundus gefunden habe. Also exakt passend, hundertprozentig das gleiche Schloss mit allen Markierungen hinten dran und allem Pipapo. Also total super. Das war natürlich Glück. Ist zumindest ein Schlüssel dabei, aber das reicht ja. Okay, dann habe ich hier hinten auch gleich mal nachgeguckt. Da ist so ein kleines Lenkerschloss drin hier. Und zwar von der Prima, die haben hinten immer so einen abgeflachten Zylinder. Der hier ist rund. Und da habe ich mich tatsächlich irgendwann mal verkauft. Warte. Ich muss gerade mal kurz auf die Suche gehen. Wo ist es? Hier. Da hat sich's versteckt. Das sieht doch gut aus. Die Feder kommt natürlich runter da hinten. Also der Zylinder hier. Sieht doch passend aus, oder? Was meint ihr? Ich ziehe den Schlüssel mal raus. Moment. Steck's mal hier so verkehrt rum rein. Ja. Länge scheint auch zu passen. Hier so. Ja, das kommt hin. Seht ihr die Zapfen da? Das könnte passen. Da hat jemand das hier mit Gewalt umgebogen, damit es quasi immer auf geöffnet steht. Normalerweise steht das Loch hier gerade und da greift dann das Schloss rein. Sonst macht es ja keinen Sinn. Ja, ich versuche das hier rauszubohren, das Schlösschen. Und dann machen wir einfach das Neue rein, in der Hoffnung, dass es reinpasst. So, auf jeden Fall werde ich mal hier unten den Vergaser rausholen. Der Luftfilter, der ist normalerweise hinten auch angeschraubt. Hier an diesem Teil, der ist auch lose, das muss ich mir mal anschauen. Gucken, ob das der richtige Vergaser überhaupt ist. Okay, ja. Zündschloss hat sie ja jetzt. Was mir aufgefallen ist, hier sind Bremslichtschalter dran an beiden Bremsen vorne und hinten. Und ich habe auch mal das Rücklicht aufgeschraubt, da ist auch eine Bremslichtbirne drin. Warum die abgeklemmt sind, keine Ahnung. Also die würde ich schon gerne wieder dran machen, deswegen habe ich das auch vorne noch offen gelassen. Und ja, das sind so die nächsten Schritte. Also erstmal Vergaser raus, die zwei Schrauben ab, den Gasschieber raus und die Kaltstarteinrichtung, Luftfilter raus. Und die kommen dann erstmal auf den Tisch sowieso zum Saubermachen. So, ich glaube, das Geheimnis des zweiten Benzinschlauchs hier, das habe ich auch gefunden. Und zwar, der war ja sehr lang. Deswegen habe ich den mal zurück hier durch den Rahmen gezogen und hier oben unter die Sitzbank und dann kommt er hier raus. Also vermute ich mal, dass man das einfach hier drauf steckt und so lässt. Und wenn irgendwann mal Bedarf ist, den Sprit abzulassen, macht man das hier lose, zieht den Schlauch unten raus und dann kann man den Sprit ablassen. So Leute, der alte Zylinder ist jetzt also wieder drauf. Hier ist er, Ansaugstutzen fehlt noch, aber jetzt haben wir mindestens zwei neue Probleme und zwar habe ich da den Kolben drin, eigentlich den einzigen aus meinem Bestand, der da in Frage kam, aber wenn ich versuche das Ding anzutreten, dann geht es dermaßen schwer, also man kann sich hier, ich müsste jetzt die Starterkupplung ziehen, ja wartet mal, ich stelle mal die Kamera kurz hierher, vielleicht geht das. So, also wenn ich hier trete, Starterkupplung ziehen, kann ich mich hier drauf stellen, ohne dass er durchtritt. Also muss ich schon
arg überreden. Kompression ist ja gut, aber zu viel Kompression ist natürlich auch scheiße. Also ich vermute mal, dass der Kolben für das Setup hier zu eng ist, zu groß ist. So, was habe ich gemacht? Also wieder bestellt in der Zwischenzeit, deswegen dauert das alles so schön lange. Hier habe ich einen Buch Maxi Kolben 38 mm. Also wirklich ein originales Zubehör oder zumindest einen originalgetreuen Nachbau. Und den werde ich dann da reinbauen. Jetzt, wo ich sie das erste Mal durchgetreten habe, habe ich hier das nächste Problem. Da unten, das ist ein schwarzer Ölfleck, der kommt garantiert aus dem Auslass unten. Also das heißt, das ist Öl, was sich einfach mit Ölkohle vermischt hat. Und beim Durchtreten dann unten aus dem, ja, unten aus dem Auslass wieder rauskommt, das ist nichts Schlimmes. Was mir mehr Gedanken macht, ist das da. Rot, das ist nämlich Getriebeöl. Und der Sache müssen wir natürlich auf den Grund gehen, wo das herkommt. Bestenfalls ist es nur der Kupplungsdeckel auf der anderen Seite. Im schlechteren Fall ist wieder irgendwo ein Simmering durch. Dann muss der Motor auseinander. Da habe ich eigentlich keine Lust im Moment dazu. Aber gut, ich drehe die Kiste mal ein bisschen hier, dass ich da besser dran komme. Und dann gucken wir mal, wo das herkommt. So, also der Übeltäter war jetzt wirklich schnell gefunden. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hier unten die Öleinfüllschraube. Da kommt es raus. Also da wird einfach nur eine neue Dichtung fällig. Das wandert dann hier unten um die Ecke. Und wenn man da unten durchguckt, da hinten hängt der Tropfen, also der sammelt sich am tiefsten Punkt und tropft dann halt irgendwann runter und dann habt ihr den Flecken auf dem Hof. Also das ist immer Sache, das Öl geht manchmal komische Wege auch, ja. Also da müsst ihr genau verfolgen, gucken, wo kommt das her. Und also ich war schon manchmal in dem Glauben, Motor zusammengebaut, wenn ich einen Motor überholt habe, alles zu, alles dicht, eingebaut, stehen lassen, mit Öl befüllt, Hurra geschrien, alles dicht, wunderbar. Und sobald man die erste Tour gefahren ist, suppt es irgendwo raus. Also ihr könnt es nie beurteilen am kalten Motor, immer nur im laufenden Zustand. Ja? Oder zumindest hier mal wild an den Pedalen treten, dass das Ganze mal in Bewegung kommt. Erst dann sieht man eventuell Undichtigkeiten. Ja? Das kann einem immer irgendwo passieren bei alten Motoren. Also verlasst euch da nicht drauf, was er auf der Werkbank macht, sondern im angebauten Zustand. Bei der Gelegenheit hat sie auch gleich noch ein paar Monstersocken angekriegt hier. Die Dinger finde ich total cool. Das ist eigentlich für Motorräder gedacht, um das über den Schalthebel und Bremshebel drüber zu ziehen, damit man sich die Schuhe nicht dreckig macht. Aber ich nehme die ganz gern für den Ständer hier. Das passt wunderbar, da müsst ihr nur ein bisschen Silikonöl dran machen und dann kann man die einfach da drüber ziehen. Das hält auch und ja, ihr verkratzt euch den Boden nicht mehr und hinterlasst halt keine Spuren vom Ständer, ne, im Pflaster oder hier, bei mir sind es halt die Fliesen hier unten, ist eigentlich ganz gut. Also ich habe die mal haufenweise bei AliExpress gekauft, kann ich euch gerne mal einen Link mit runterschreiben. Die sind total billig, ich glaube 1 Euro oder sowas. So, ein neues Lenkschloss hat sie auch noch bekommen hier. Ein bisschen drehen hier. Zack. Funktioniert. Kann man so unterwegs auch mal abschließen. Feine Sache. So, das sind jetzt die zwei Kolben im Vergleich, im direkten Vergleich. Ich habe den wieder rausgebaut hier. Das ist der neue, den ich bekommen habe. Und ja, das Kolbenfenster unten, das sieht etwas anders aus. Das ist mehr eckig ausgeschnitten und die Anordnung von den Ringen hier, die ist ganz anders. Und wenn man die hier in den Zylinder reinhält, jetzt haben sie natürlich beide eine Angabe von 38 mm. Wenn ich den hier reinstecke bis zum Kolbenhemd, dann habe ich
Bei dem hier, also da ist wirklich gefühlt fast gar kein Spiel mehr. Es ist doch definitiv zu eng. Und bei dem neuen, der hat ein bisschen mehr. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Aber gefällt mir irgendwie besser. Also das könnten die 400stel sein, die nachher durch die Kolbenringe aufgefangen werden. Ja, einfach mal ausprobieren, mal sehen, ob er sich nachher durchtreten lässt besser. Ja, schaut besser aus.